Ich kriege immer wieder böse Kommentare. Reini, warum kannst du mit Crocs im Wald herumlaufen? Das ist absolut irre. Das kannst du nicht tun. Da braucht man irgendwas Festes, was richtig Cooles. Wenn du wissen willst, warum ich ganz, ganz, ganz häufig mit diesen Crocs in der Gegend herumlaufe, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rosser vom Survival Shop Überlebensgrund. Schön, dass du dabei bist. Crocs. Ich habe die einerseits in Standardausführung und ich habe die auch für die kältere Jahreszeit mit so einer kleinen, wunderbaren Füllung dabei. Und jetzt stellt sich die Frage, Reini, warum ziehst du die an? Und das ist doch irre. Ich habe ganz viele Videos gemacht mit Äxten und mit Sägen oder wo ich da hinten im Wald herummarschiere oder auch woanders im Wald herummarschiere mit den Crocs und mich die Leute einfach fragen, ob ich einen Knall habe. Und die Antwort ist ja, aber nicht wegen der Crocs. Ich weiß schon, es heißt, Reini, das ist unverantwortlich, du zeigst, du bist ein Vorbild und du zeigst den Leuten, dass man mit einer Axt oder mit einer Säge in kurzen Hosen und mit Crocs im Wald herumläuft, das ist schlecht und das ist böse und da braucht man Schutz, Kleidung und weiß was ich weiß. Nummer 1. Ich habe auch solche Schuhe. Ja, so feste, so Hikes zum Beispiel, die ich extrem gern habe, die sind super, wenn wir zum Beispiel wandern gehen oder wenn wir ins steile Gelände gehen oder wenn wir weitere Strecken machen. Ich habe aber Crocs an, aus dem Grund, weil, und jetzt kommt's, ich sehr häufig barfuß gehe und es einfach voll cool ist, einfach den Schlapfen auszuziehen und fix fertig und aus und dann kann ich barfuß gehen. Das ist für mich ein Grund. Der zweite Grund ist durch Lüftung und so, ich finde das einfach angenehmer. Und warum gehe ich so häufig barfuß? Ja, was ist da der Hintergrund? Warum habe ich das mit diesen Schlapfen? Oder barfuß gehen? Ich habe seit längerer Zeit einen Fersensporn gehabt, der auch schmerzhaft war. Ja, also wenn du jetzt sagst, was ist das überhaupt? Ja, google das, schau dir das an. Auf jeden Fall, ich hatte da auf der Ferse, auf meiner linken Ferse, wirklich Schmerzen, echt Schmerzen. Und ich habe mir ganz einfach gedacht, ich muss da irgendwas dagegen tun. Ne? Ich muss irgendwas dagegen tun und habe mir da durchgelesen und irgendwelche Stoßwellentherapie und aufschneiden, wobei das wäre sowieso nicht in Frage gekommen, aber egal. Und ich habe mir gedacht, warum entsteht sowas? Ja? Das weiß man nicht so genau, aber ich habe mir gedacht, das war so ein Gefühl, ja? Nur ein Gefühl, ich muss mehr barfuß gehen. Und früher habe ich mir beim Barfußgehen auch sehr schwer getan, auch bei kalter Jahreszeit. Einfach aus dem Grund, weil man dann habe ich alle Zustände bekommen. Es war unangenehm. Aber jetzt nicht, weil ich meinen Fuß nicht auf den Boden treten will, weil ich sage, das ist dreckig. Nein, das ist mir wurscht. Sondern einfach aus dem Grund, weil es, wenn es kühler geworden ist, es für mich unangenehm war. Und seit ein paar Jahren habe ich mich daran gewöhnt, das zu tun. Ich habe das trainiert und mittlerweile kann ich auch im Herbst, wenn es kalt ist, bei Schnee nicht, aber im Herbst einfach barfuß rausgehen. Und das gibt mir sehr viel Freiheit, hat mir auch den Fersensporn weggemacht. Also ich habe fast keine Beschwerden mehr, ganz, ganz selten. Also das ist wirklich super, weil ich ja immer wieder meine Füße dadurch trainiere. Und es hat auch einen Survival-Aspekt, nämlich 2, um genau zu sein. Nummer 1. Wenn ich schleichen muss oder will, ja, dann ist das barfuß natürlich viel, viel besser. Ja. Ich habe so einen, bei meinem Survival-Mentor-Programm, da geht es ja nicht nur um Wissen, sondern da geht es ja auch um Fähigkeiten und Fertigkeiten und nicht das, was man so auf YouTube sieht. Ich meine das natürlich auch, wie man Feuer anzündet und so weiter. Das ist alles recht gut und schön. Aber bei meinem Survival-Mentor-Programm zeige ich zum Beispiel den sogenannten Fuchsgang her, den ich selber von meinen Mentoren und meinen Lehrer beigebracht bekommen habe. Und zwar, wie man sich im Wald lautlos, halbwegs lautlos bewegen kann. Und da ist es jetzt zum Beispiel so, dass man in die Knie geht und dass man dann nachher so nach vor geht und nur mit den Fersen aufsteigt, mal schaut, was da vorne ist und dann runter geht und dann wieder nach vor geht. Und das ist barfuß, wenn man sich irgendwie so einfädeln muss, viel, viel bequemer. Da gehst du ein bisschen in die Knie und dann setzt du wieder ab und dann ziehst du nach vor. Und so gehst du in diesem Fuchsgang und bewegst dich hin und her. So. Und das geht einfach so viel einfacher. Das geht so ein viel, viel einfacher, viel angenehmer. Und deswegen eben diesen Fuchsgang. Da gibt es dann noch viele andere Sachen im Survival Mentor mit Aufmerksamkeitstraining, dass dir Ressourcen und Gefahren gleich viel besser auffallen. Ohne Esoterik jetzt. Einfach nur Fähigkeiten. Survival Mentor, sage ich immer wieder, schau dir den an, Testangebote, das lohnt sich ganz einfach. Aber eine andere Geschichte. Es gibt noch einen zweiten Punkt, warum barfuß gehen survival-technisch interessant ist. Es soll Situationen geben,
wo man keine Schuhe hat. Ja, das ist jetzt wieder so ein Was-wäre-wenn-Spiel und du kannst sagen, das ist paranoid und verrückt. Ist okay, aber es soll solche Situationen geben. Und im Sinne des Allzeitbereit, wenn ich mir vorstellen kann, dass es Situationen gibt, wo ich barfuß unterwegs sein muss, dann muss ich auch eine Strategie für diese Szenarien haben. So sehe ich das zumindest. Ich nenne dir dann nachher ein Beispiel, warum, wo das zum Beispiel ganz konkret war. Und das Zweite ist, wenn wir über Long-Term Survival sprechen, dann ist es ganz einfach so, dass diese Schuhe, diese Hochleistungs-Hike-Schuhe, die ich hier habe, und die sind total genial, vielleicht in einer absoluten Notsituation ich vielleicht dabei habe, aber umso öfter ich sie trage und umso mehr ich sie trage, umso schneller werden sie kaputt sein. Und die kann ich nicht so einfach da heraus ersetzen, das spielt's nicht. Ja, ich habe mit Mokassins und mit... Genau. Daher, damit schone ich diese Ausrüstung hier. Das ist nur so ein Gedanke. Vielleicht übertrieben und der eine oder die andere, vielleicht auch du jetzt da hinten denkst dir, der ist total irre. Schreib's mir in die Kommentare, wenn du mich total irre hältst. Deswegen, ja. Aber das hat schon was. Und der zweite Aspekt, es soll Situationen geben, wo man barfuß unterwegs ist. Und ich nenne dir zwei Beispiele, wahre Geschichten. Nummer eins, das hat mir jemand erzählt, der bei mir bei einem Survival Training war. Der wollte die Trainerausbildung noch machen, es hat aber nicht funktioniert, aber ist egal. Er wohnte in einem Gebiet, wo Hochwasser immer wieder passiert, an der Donau in Österreich. Und da kam einmal ein massives Hochwasser und er ist in Unterhosen, musste er aus seinem Haus raus. Er hat kein Bug-Out-Bag, kein Go-Bag, gar nichts zusammen gehabt, gar nichts. Und musste barfuß da raus und ist halt dann von Rettungskräften eher aufgenommen worden. Aber er hat sich gedacht, was wäre, wenn die Feuerwehr nicht gekommen wäre? Wenn die nicht kommen hätten können, was hätte er dann gemacht? Und er hat auch gesagt, er war total hilflos, er hat überhaupt nichts gehabt und auch das Barfußgehen, das war alles so schwierig für ihn. Unter anderem. Nummer 1. Nummer 2, viel unangenehmer und auch viel noch tiefgreifender, Kosovo-Krieg, ja, Bürgerkrieg. Und es war ein Dorf, da gibt es Filmaufnahmen übrigens dazu. Und die mussten von einer Sekunde auf die andere weg, die wurden überrascht aus dieser Situation. Und mussten raus und da sind die Kinder gesessen am nächsten Tag und draußen und alle barfuß, der Mann, der da erzählt hat, das war natürlich eine Sprache, die nicht, ich schätze mal, serbokratisch oder sowas, also ich kann diese Sprache natürlich nicht, aber es wurde übersetzt und ich gehe davon aus, dass diese Übersetzung richtig war. Und er hat gesagt, die Idioten sind da gekommen und haben herum und bibabo und wir mussten da weg und wer macht sowas und Krieg und Blödsinn. Aber er hat gesagt, wir hocken barfuß, fast halbnackt hier. Das heißt, es soll Szenarien in dieser Welt geben. Ganz harte Sachen, wie zum Beispiel dieser Bürgerkrieg, aber auch Naturkatastrophen, wo du vielleicht ohne deine Schuhe da draußen unterwegs sein musst. Und jetzt hast du die Chance. Ja, jetzt hast du die Chance rauszugehen und einmal wirklich barfuß zu gehen, dich nahe an dieses Thema auch anzutasten. Und es wird viele andere positive Aspekte in deinem Leben auch haben. Außer du trittst da halt einen Gasscherbe ein. Aber dann warst du nicht aufmerksam genug. Dann warst du nicht im Hier und Jetzt, das was relevant ist für das Leben und Überleben in der Natur und grundsätzlich auch im urbanen Bereich, dass du hier bist, dass du nicht bei deinem Smartphone bist oder dass du in deinen Gedanken irgendwo herumfliegst, sondern dass du hier und jetzt bist. Und das wird durch das Barfußgehen massiv trainiert. Weil wenn du das erste Mal, wo du draufgestiegen bist und ein Aua hast, dann wirst du wieder herkommen. Und ich habe Leute, die zum Beispiel bei mir Ausbildungen machen, also Live-Ausbildungen, aber auch den Survival Mentor Online-Ausbildungen, die dann sagen, hey, ich habe mir da wehgetan und daher das Barfußgehen, das ist nichts für mich. Nein, das ist nichts für mich, weil da habe ich mir wehgetan. Und jeder muss für sich selbst entscheiden, aber da sage ich dann immer, wenn du ein Problem hast oder mal einen Fehler gemacht hast oder irgendetwas nicht so funktioniert hat, wie du dir das vorstellst, dann kannst du entweder sagen, okay, das ist nichts für mich und ich mache das nicht. Oder du kannst aus diesem Fehler und aus dieser negativen Situation, die sich da ergibt, etwas lernen und dich fragen, was war warum? Und die Antwort soll nicht lauten, nur weil ich keine Schuhe angehabt habe, sondern die Antwort soll heißen, ich war nicht aufmerksam genug. Ich war noch nicht
im Hier und Jetzt. Ich habe nicht genau geschaut. Ich bin halt einfach herumgegangen wie ein Elefant. Oder so. Und deswegen habe ich so häufig Crocs an, damit ich ganz einfach, weil ich bin ein fauler Hund, ich bin wirklich ein fauler Hund, ja. Damit ich einfach die Schlapfen ausziehe, ja, die Schlapfen ausziehe und fertig. Ja, das war's jetzt, ja. Wenn dich dieses Thema interessiert, wenn du auch beim Survival Mentor, bei diesem Online-Coaching bei mir dabei sein willst, gebe ich da unten den Link, nutze diese Chance. Aktuell gibt es eine 1-Euro-Einstiegsaktion, wo du das am Monat einmal testen kannst. Wenn du einen Kurs bei mir belegen willst, vielleicht auch eine Survival-Trainer-Ausbildung, eine Live-Ausbildung, dann gebe ich dir auch unten den Link. Ja, schau dir das ganz einfach an. Ich mag dich um einen Kommentar bitten, wie du das siehst. Sagst du, der Rossmann ist total irre. Schreib mal einen Kommentar. Gib mir einen Daumen nach oben oder nach unten. Ganz wie du magst. Abo, Glocke drücken nicht vergessen für die neuesten Videos. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein Reini Rossmann. Bis bald. Ciao.